Hallo zusammen. Eben noch beim Huala Trainingsswim im Wasser, jetzt schon wieder an unserem Aquarium. Wir nennen es auch Turtle Beach hier, weil man immer ganz viele Schildkröten und bunte Fische hier im Wasser sieht. Der Park heißt eigentlich Kahalu Beach Park und befindet sich am Ende vom Ali Drive. Und wir treffen uns jetzt gleich mit Tine Holz, der Lanzarote-Siegerin von diesem Jahr. Tine, du konntest dieses Jahr schon deinen größten Erfolg feiern. Du hast den Ironman Lanzarote gewonnen. Hat sich seitdem was bei dir geändert? Nicht außer, dass ich weiterhin super glücklich, super zufrieden. Training, ja, ich habe noch das Training noch einen oben drauf gesetzt seit Lanzarote. Das Training hat perfekt gelaufen. Ich würde sagen, dass ich in besser Form bin als bei Lanzarote. Deine Quali fing ja schon letztes Jahr mit dem Rennen in Wales an. Du hast so ein bisschen was Verrücktes gemacht. Erzähl uns doch kurz mal, wie die Geschichte ist. Ja, die Qualifikation für uns Profis ist ja von September bis September, so in etwa. Und da habe ich einfach gesagt, jetzt 2016 möchte ich mich qualifizieren. Das war mein Ziel. Und ich habe dann gesagt, ich fange dann gleich an mit Ironman Vichy. Das war eigentlich ungeplant. Ich bin im Training für Wales, hat alles gebucht und geplant für Wales und dann habe ich mir kurzfristig auf Mallorca entschieden, komm, du fährst auch nach Vichy. Ich hatte so ein Bauchgefühl und bin mit einer Fliege von Training auf Mallorca nach Hause und habe dann 3 Tage später ein Auto gepackt und mit meinen Freunden nach Vichy. Und da bin ich dann Zweite und da war ich super glücklich und dann habe ich gesagt, komm, fahr nach Wales, sieh, wie das geht und vielleicht hast du nur Wales zu erleben, du fährst dann Rad und siehst, ob die Beine laufen will oder nicht. Und einfach aus dem Gefühl raus und dann habe ich sehr konservativ den Martin, weil das hat ja auch irgendwie 500 Höhenmeter. Und dann bin ich das doch so konservativ, dass ich an die letzten Kilometer bin ich eingeholt und dann werde ich am Ende nur Vierte. Aber das hat perfekt gereicht mit den Punkten und von dem her könnte ich danach in Saisonpause gehen, meinen Körper den Ruhe geben, die dann natürlich nach 2 Ironmans in 2 Wochen ist ja nicht gerade gesund, aber das hat geklappt, weil es Ende der Saison war und dann hatte ich einen langen Aufbau für Lanzarote und das war mein Ziel, dass ich mir da so einen richtigen guten Trainingsaufbau, wo ich neue Reize setzen könnte, mich verbessern in alle 3 Disziplinen und dann wieder mich meine Qualifikation früh sichern im Mai und dann für jetzt einen guten Aufbau wieder. Du sagst von dir selber, du bist ein sehr körperbewusster Mensch. Du weißt genau, wann du trainieren musst, wie viel du trainieren musst. Wie schafft man sowas? Ich glaube, im Grunde genommen in Ausgleich, also in Balance mit sich selbst zu sein, weil wenn man sich auch Zeit gibt, sich zuhören, was der Körper einen erzählt. Das spricht, ob also ist man ein Mensch, die total stresst, dann überhört man Signale, weil der Körper gibt immer Signale. Und das ist im Leben, ob man auf dem Fahrrad sitzt oder man bei Laufen und das ist, gilt dann zu stoppen und dann auch den Respekt, weil es ist mein Körper und ich liebe meinen Körper und ich muss den mein ganzes Leben haben und jetzt nicht nur, weil ich Profi bin jetzt, dann muss auch gesund sein, wenn ich 90 bin und immer noch am Laufen bin. Warst du immer so oder war auch der Radunfall, der wirklich schwere Radunfall, wo dich ein Auto überrollt hat, dann ein entscheidender Moment umzudenken? Ich glaube, ich war immer sehr körperbewusst. Ich habe ja Turnen gemacht mein ganzes Leben. Seit ich 2 Jahre alt war, bin ich Turnen auf Elite-Niveau, bis ich 25 war. Deswegen, ich bin ja so ein, ich bin mit Triathlon erst mit 28 gestartet, hat keine Ahnung über Ausdauer, aber ich habe den Körperbewusstheit von den Turnen und hat auch dieses, sage ich mal, Dehnfähigkeiten und dass ich sehr aerodynamisch sitzen kann. Aber der Unfall hat mich gelernt, das Leben jetzt zu leben und dankbar zu sein. Und ich sehe das so, dass ich lebe jetzt und nicht erst morgen. Und wenn, ich möchte keine negatives Sachen um mich rum, ich möchte glücklich und positiv und muss dafür selber verantwortlich sein, dass es läuft und auch die Veränderungen machen und dann einfach genießen. Genießen, wenn ich Intervalle fahre. Wenn man das so sagen, es tut Hölle weh, aber in irgendeiner Form, so wie man es schön auf Englisch sagt, living in the moment. Also wirklich dankbar genießen und weil ich habe gelernt, dass es könnte mit 5 Sekunden anders sein und dann wäre ich nicht mehr hier. Deswegen ist dein Motto auch Don't Stop Believing und das möchtest du, glaube ich, auch manchmal gerne auch ein paar Altersklassen-Athleten übermitteln. Stresst euch nicht so, macht doch einfach mal locker, genießt. Ja. Ja, aber auch don't stop believing, weil wieso heißt es nie, das könnte auch sagen, also immer an dich selbst glauben und deine Seele und niemals aufgeben. So lebe ich und so embrace ich auch.
Und Don't Stop Believing ist ein, weil wir alle Menschen haben Challenges oder wir haben Herausforderungen und das wird für uns alle, ob das im Sport oder im normalen Büro oder im Ehepaar, wir haben alle Herausforderungen und das gilt einfach daran, immer zu glauben, also immer an sich selbst und diese Ziele und nicht, wenn es schwer ist, dann aufzugeben und das macht die meisten. Und am Samstag, wenn wir in eine Woche starten, da werden bestimmt viele irgendwie einen schwarzen Lock kriegen und daran wieder, ich will den Finishline sehen, einfach das vor dem Augen sehen und nicht, wenn es dann weh tut, dann einfach aufgeben. Klingt vernünftig und klingt gut. Wer dich kennt, hat auch beobachten können, dass du seit letztem Jahr nochmal richtig Gewicht gemacht hast. Da sind, glaube ich, auch viele neidisch. Was hast du, was ist dein Rezept dafür? Ja, also mein Hauptsponsor ist ja Herbalife. Herbalife 24 ist die Sporternährung und da muss ich sagen, ich esse alles von Herbalife und ich esse ganz viel, weil Herbalife gibt mich, sag ich mal, Zellnahrung, also gibt mir alles, was ich körperlich, muskulär, Zellniveau, dass ich wirklich auch das, was mein Körper, sage ich mal, dass ich nicht verletzt wird, dass Recovery, vor dem Sport, während dem Sport und nach dem Sport hat die super mit der Herbalife 24 Linie und das schmeckt gut, das tut mir gut und das hat auch von, sage ich mal, von meinen Leistungen hat sich geändert. Ich nehme die Produkten seit 2012, seitdem ich auch Profi und eigentlich habe ich eigentlich mit dem mich, sag ich mal, weiterentwickelt und sehe dementsprechend auch anders aus. Und auf der Punkt wieder das mit, das ist wichtig, sein Körper, weil ich verlange viel von denen, dann muss ich denen auch das geben, was er braucht, aber ich muss denen kein Fastfood-Fraß geben mit leeren Kalorien, ich muss das, was es braucht und dann formt mein Körper das dann auch schön, aber den Power habe ich durch den richtigen Ernährung und an natürlich auch viele, also ich esse kein Fleisch, aber ich esse Fisch und viel Gemüse, Früchte, Nüsse, viele gesunde Fette und wieder das, ich merke, was ich brauche und das esse ich. Ja. Und in Kombination mit dem richtigen Training, was natürlich nicht fehlen darf, ist es perfekt. Jetzt bist du die Ironman Lanzarote-Siegerin, auch ein verdammt hartes Rennen im Ironman-Zirkus. Mit welchen Hoffnungen gehst du jetzt hier beim Ironman Hawaii an den Start? Wo siehst du dich im super besetzten Profi-Damenfeld? Also erstmal bin ich super dankbar, dass ich überhaupt hier stehen darf, dass jeder Rennen, die ich gemacht habe, seit Vichy, dann Wales, dann 70.3 Championship in Brasilien, bin ich Sechste und dann, ich müsste nur 4 Rennen, dass ich einfach, das ist perfekt gelaufen. Ich kann nur, ja, wirklich dankbar sein, Training, ich bin kein einziges Mal krank, kein einziges Mal verletzt und am Ende werde ich genau in eine Woche auf der Startlinie sehen und sagen, ich habe alles getan, was ich könnte. Das Training könnte nicht besser gehen. Ich habe noch einen Schritt nach oben gemacht. In meine Zwecke, zum Beispiel Schwimmen, habe ich sehr viel mit meinem Schwimmtrainer Björn gearbeitet und wirklich mich gequält. Bei Laufen war auch, sage ich, noch viel so rausholen, habe ich auch gemacht. Wattwerte, UCI-Rennen habe ich gefahren, die richtigen Radprofis hat mir auch da mitmixen können. Und dann am Ende Ironman Lanzarote, denke ich, ist ein perfektes Rennen, weil es ist die gleiche Natur. Also der Wind war auf Lanzarote an dem Tag, verdammt stark, Entschuldigung, und die gleichen, also die Lava, also so. Und da, ich habe auch viele, die zu mir gesagt haben, wenn man Lanzarote rocken kann, ist da halt zumindest Chancen, dass man auch hier ein gutes Rennen ergeben kann. Und da, das hoffe ich, dass ich kann. Ich bin guter Dinge und ich werde einfach meine Bestes geben. Ich weiß, ich hab was drauf und das hoffe ich, dass ich 1:1 umsetzen kann in genau eine Woche. Genau, dann wünschen wir dir dafür viel Erfolg und dass dein positives Denken am Renntag auch nie aufhören wird. Und viel Erfolg. Danke vielmals.